Wir haben im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr in vielen Ländern der Erde ganz normale Entwicklungszusammenarbeit gemacht, Unterstützung der Bevölkerung in den ländlichen Regionen. Wir halten an dem Ziel fest, 2030 eine Welt ohne Hunger zu haben. Und wir tun das in Ländern wie Burkina, in Kambodscha, in Peru, aber auch in einem Land wie dem Südsudan, wo es neben den Konflikten eben auch Regionen gibt, in der ganz normale Entwicklungszusammenarbeit möglich ist. Wir tun das in 187 Projekten in der ländlichen Entwicklung. Wir erreichen mehrere Millionen Menschen. Und unser Ziel gerade in den Regionen ist immer noch, die Regionen möglichst schnell auch wieder zu verlassen, weil Hilfe zur Selbsthilfe greift, weil Menschen lernen, ihre eigene Zukunft zu gestalten, ihr eigenes Einkommen zu generieren, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch durch Schaffung von zusätzlichen Wertschöpfungsketten. Trotzdem ist auch wahr, und das entnehmen Sie auch dem Bericht 2015, aber auch den Ereignissen 2016, dass wir in vielen Ländern arbeiten, in denen Migration zur Herausforderung eines Jahrzehnts wird. Wir haben eine dramatische Zunahme von Fluchtbewegungen. Wir erleben, dass der Konsens über eine Weltordnung zusammengebrochen ist und dass wir immer mehr Länder haben, in denen es innerstaatliche Verfallsprozesse gibt. Insofern ist für uns auch eine Herausforderung geworden, das Thema Flüchtlinge und Migration. Wir arbeiten in einer Reihe von Ländern, wo das Alltag ist und Realität ist. Das gilt für Syrien in ganz besonderer Weise mit den Flüchtlingen in der Türkei, aber auch im Irak. Das gilt für ein Land wie den Südsudan. Das gilt aber auch für Niger, wo Flüchtlinge, Boko Haram-Flüchtlinge aus Nigeria hinkommen und versorgt werden wollen und versorgt werden müssen. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft in Deutschland. Auch das haben wir im vergangenen Jahr erlebt, aber auch in diesem Jahr wieder. Mit 50,2 Millionen Euro haben wir eines der höchsten Spendenergebnisse der Geschichte der Welthungerhilfe erlebt im vergangenen Jahr. Und das sind Spenden, die gegeben werden für die normale Entwicklungszusammenarbeit, aber es sind eben auch Spenden von Menschen in großem Umfang, die helfen wollen in den Krisenregionen der Welt, damit Flüchtlinge in den Krisenregionen versorgt werden können und damit sie ein menschenwürdiges Leben führen können. Wenn Sie bedenken, dass mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge für mehr als 10 Jahre vertrieben ist, dann wird deutlich, dass wir mit einem Nothilfeansatz beginnen müssen, aber dieser Nothilfeansatz übergehen muss an vielen Stellen in einen langfristigen Entwicklungsansatz. Stichwort ist hier Stärkung der Widerstandsfähigkeit. Das ist eine Tätigkeit, ein Tätigkeitsfeld, wo die Welthungerhilfe schon lange aktiv ist und den wir noch weiter stärken müssen, weil wir das Gefühl haben, dass wir damit auch am ehesten den Herausforderungen der Zeit gerecht werden können. Auch da gebe ich Ihnen ein kurzes Beispiel. Wir haben in Syrien, einem zunächst mal klassischen Nothilfe-Kontext, mehr und mehr Projekte an der syrisch-türkischen Grenze zum Beispiel, wo wir Gemüseanbau für vertriebene Syrer in der Türkei anbieten. Wir stellen Ackerflächen zur Verfügung, wir stellen Saatgut und Werkzeuge zur Verfügung, wir schulen Vertriebene mit dem Ziel, dass syrische Vertriebene, die in der Grenzregion geblieben sind, in die Lage versetzt werden, nicht nur sich selbst zu versorgen, sondern auch in den lokalen Markt einzusteigen, um auf die Art und Weise ein Stück weit auch die Konflikte und Spannungen, die es in den Grenzregionen gibt, zu überwinden, zu helfen.